So, wir sind bei 73. Es geht nicht runter, wenn wir auf dem Spinnenzeug sind. Wir sind nur langsamer. Oh, und er buddelt erst den Boden weg und wir können das Spinnenzeug nicht wegmachen. Das ist jetzt komisch. Oder braucht man dafür eine Schaufel? Ich hätte schwören können, das geht auch mit der Pickaxe, mit der Pitchfork. Nö. Wir können das Spinnenzeug nicht mehr entfernen. Das muss auch von irgendeinem versteckten Patch gewesen sein. Na gut. Dann halt das nächste Spinnenei. So. Wahnsinn geht hoch. Also ja. Geistesgesundheit geht runter, sollte ich mir eher angewöhnen. Aber es war wegen den Spinnen, nicht wegen dem Zeug. So. Das müsste schon gewesen sein. Und da wir das Zeug jetzt nicht entfernen können. Oh, es verschwindet einfach. Sehr schön. Also ja, das muss definitiv irgendwann mal gehotfixt worden sein. Zwischen den offiziellen Patches. Das ist sehr gut. Das heißt, wir haben die jetzt in unmittelbarer Nähe schon mal entfernt. Morgen, wenn sich unsere geistige Gesundheit etwas erholt hat, können wir dann die anderen angehen. Und wir pflücken mal ein paar Blümchen. Hier oben bei den Bienen waren ja genug. Denn ich will nicht heute Nacht unliebsame Gäste bekommen. 82, 87. Sehr schön. Das muss auch schon reichen. Raus hier. Nicht in das Wurmloch springen. Warum verfolgt uns hier eine Biene? Genau, bleib schön da. So. Wir haben dir nichts getan. Hau ab. Nächster Schritt. Es ist noch lange nicht Nacht. Also, dauert noch ein bisschen. Das kann also erstmal hier bleiben. Die Pitchfork kann auch erstmal hier bleiben. Das Monsterfleisch verkochen wir gleich. Das können wir essen. Was können wir noch machen vor der Dunkelheit? Wir könnten noch mehr Steine kloppen, aber das will ich gar nicht. Ich will eigentlich noch mehr Holz haben. Gucken wir kurz hier unten hin. Genau, hier könnte irgendwo noch Holz sein. Und ist es sogar, sehr schön. Die beiden können wir noch umhauen. Dann haben wir hoffentlich genug Holz für die... Da haben wir mal Glück gehabt. So. Dann haben wir hoffentlich genug Holz für die Forschungsmaschine. Also nein, nicht die Forschungsmaschine, sondern den Forschungsmotor. Also Stufe 2 der Forschungsmaschine. So, dann können wir die Steinmauern erforschen. Die Steinmauern gleich aufbauen. Genug Ressourcen dafür müssten wir eigentlich haben. Und auch gleich die Superfarm. Nur da fehlt halt der Dünger. So, die Stümpfe nehmen wir auch noch mit. Nicht, dass es genau daran hapert. Das wäre schade. Wir brauchten 4 Balken. Ein Balken braucht 4... Loks, also bräuchten wir 16 Stück. Ja, das müsste hinhauen, sehr schön. Ab nach Hause. Ein paar Bodenplatten verbrennen. Und den Forschungsmotor erforschen. Die Biene ist immer noch da. Ja, ja, komm. Ah, sehr schön. Also, du verbrennen. 1, 2, 3, 4. So, das brauchen wir. Gold brauchen wir. 4 Bretter. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Du kommst direkt daneben. So, jetzt hätten wir gerne... Steinwand. Warum kann ich die nicht bauen? Achso, wir brauchen mehr geschliffene Steine. Geschliffene Steine dürften kein Problem sein. So. Brauchst du jetzt auch Seile dazu? Oder habe ich mich gerade nicht verguckt? Und das waren echt nur 2 Steine.
Das kommen 6 Stück bei raus. Ja. Nicht so wirklich überzeugt. So. Aber wir haben ja mehr als genug Steine hier rumliegen. Das müsste schon hinhauen. So, wir hätten jetzt gerne eigentlich Licht. Und die Mauer wird komisch aussehen. Ich hätte gerne eine Fackel. Wir haben keine Stickies mehr. Na gut, dann stapeln wir einfach mal kurz die Stacks hier ein wenig. Machen wir wenigstens etwas Produktives. So. Das Fleisch kann auch noch verkocht werden. Die Samen behalten wir erstmal. Die Möhren können noch verkocht werden. So. Und morgen früh können wir gucken, wo genau die Mauer lang geht. Dann sollten wir auch noch anfangen, Grasbüschel und Stickybüsche auszubuddeln und hier anzupflanzen. Damit wir da auch nicht allzu weit verlaufen müssen. Allgemein sollten wir vielleicht noch mehr feste Lagerfeuer hier hinten auf unserer Mini-Halbinsel aufbauen, damit wir jederzeit überall Licht machen können, wenn wir es denn wollen, in unserem Bereich hier hinten. Das ist quasi unser Königreich. Und es wäre schon schön, wenn wir überall in unserem Königreich Licht haben können, wenn wir es denn wollen. So, was noch, was noch, was noch? Nö, nix erstmal. Warten, dass Tag wird. Das müsste jetzt der Fall sein. Stein in die Hand. Gib mir Licht. Sehr schön. Okay, glatt durchziehen können wir nicht. Das heißt, wir müssen erstmal so einen kleinen Schritt nach vorne machen. Der Baum da muss weg. Axt. Da ist Axt. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So. Da den Stumpen noch raus. So, also die Mauer soll hier dran vorbeilaufen. Das heißt, wir fangen einfach hier mal an und setzen da die Mauer hin. So. Das dürfte jetzt auch kein Höllenhund irgendwie verbrennen oder zerstören können. Und dann machen wir da vorne, wo der Vogel gerade ist, einen Knick. So. Also eher da. Dafür brauchen wir nicht ganz so viele Steine. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Aber passt schon. So, kommt's hin. Das wird eine Riesenmauer. Und die können wir noch über mehrere Etagen machen. Was auch immer das bringen soll. So. Ein noch. So. Jetzt würde ich gerne dahinter. Da ein hin. Da ein hin. Oh. Nein! Man kann da durch und man kann keine Mauer hinsetzen. Wir können da auch keine Mauer hinsetzen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, also ist unser Zugang dann halt hier. Wir machen die Mauer ganz dicht. Das hatte ich so nicht geplant. Aber na gut, kann man nicht ändern. Also hier ist unser Haupteingang. Das kleine Witzchen. Wobei, das passt ja sogar schon fast. Mit dem Wurmloch da. Da bauen wir hier die Straße runter. Ah, okay, kann ich mitleben. So, wir brauchen ganz viel Stein. Wir wollten noch die Grasbüschel ausbuddeln. Wir wollten noch Yaks suchen. Und wir wollten unsere Farm anlegen. Aber das können wir auch erst machen, wenn die Yaks da waren. So. Und ich habe langsam meine Zweifel, ob die Steine reichen oder nicht. Okay, Zweifel haben sich gerade wieder zerstreut. Ich habe ganz vergessen, wie viele da unten waren. Stickies. Wir brauchen definitiv Stickies. Das heißt, wir schnappen uns unsere Schaufel. Zack. Und suchen Stickybüsche. Die sind da oben bei den Bienen.
Aber gut, die Grassohlen können wir auch schon mitnehmen. Auch wenn die uns ebenfalls erst was bringen, wenn wir die Jacks gefunden haben. An denen hängt momentan echt viel. Das ist nicht ganz so schön. Aber sonst wäre es wohl zu einfach. So, inzwischen sind das auch gelbe Bienen geworden. Ah, da ist noch eine rote. Ich dachte gerade, wenn man vielleicht genug von den roten tötet, dann werden die irgendwie zahm und es kommen nur noch gelbe. Das wäre schon schick gewesen. Aber es war einfach nur Zufall. So. Wir versuchen, die mal nicht aggressiv zu machen. Es sind doch ein wenig viele. So, Sticky Büsche, Sticky Büsche. Hier. Dich nehmen wir auch noch gleich mit und dann müsste es eigentlich schon reichen. So viele davon brauchen wir auch nicht. Und wir finden die eh immer unterwegs mal. So. Was brauchen wir noch? Oh, so ein Bärenbusch können wir auch mitnehmen. Zack. Au, au, au. So. Jetzt kommt ihr alle. Na gut, kommt her. So, Rüstung an. Gibt alles Honig. So. Na, habt ihr genug? Sehr schön. Zurück in unser Hauptquartier. Und wir brauchen definitiv demnächst Kohle für Töpfe. Dann machen wir hier mal so einen Mini-Kohlebereich. Wie viel war das für einen Topf? 8? Ich glaube schon. So. 8 Stück. Du kommst mit, du kommst mit. Die können wir gleich mal abholzen. Euch können wir verbrennen. Noch 1, 2. So. Wir haben nicht besonders viel Holz. Wir haben hier unsere Grassohlen. Die können wir nicht auf dem Steinboden machen. Also muss der Steinboden auch noch weg. Der scheint echt für nichts gut zu sein. So, du. Weg. Weg. So. Ihr werdet mich hassen, aber die Mauer sitzt da ganz schön doof. Die ist mitten auf so einem Block. Also die eine Seite ist jetzt hier. Ich kann es euch gleich im Hellen zeigen. Das sieht echt scheiße aus. Na gut, essen. So. Also ja, mit der Mauer muss ich mir eventuell noch was überlegen. Ich kann ja mal gucken, ob ich die abreißen kann und dann dieselben Ressourcen wiederbekommen. Auch wenn ich es nicht so wirklich glaube. Aber gut, setzen wir die anderen Sachen schon mal inzwischen hin. Die Grassohlen zum Beispiel. Die können einfach hier so hin. Nicht zu viel, nicht zu nah an die Basis. Das müsste okay sein. Da hinten war unser Kohlegebiet. Das heißt, hier können jetzt die Sticky-Büsche hin. So. Nicht die Mauer blockieren. Sehr gut. So. Und jetzt speichern wir erstmal ab. Und wir sehen uns dann gleich wieder.